herzlich willkommen. Wir bringen heute eine Frage mit, die unsere Kunden vor kurz gestellt haben. Frau Rodriguez, wann wissen wir, ob wir agil sind oder wir tun als ob? Diese berühmte Being Agile versus Doing Agile. Weil wir machen vieles, wir machen Zeremonien, wir haben Teams, wir folgen der Scrum Guide und wir folgen einige Frameworks. Aber ist das wirklich Agilität, was wir da machen? So, wir haben eine kleine Checklist zusammengestellt, zu prüfen, sind wir wirklich agil oder sieht es nach Agilität aus? Nummer eins, fängt immer an mit dir selbst. Bist du agil? Nimm dir irgendeinen Spiegel, schaut kurz hin und überlegt, bin ich agil? Kümmere mich um kontinuierliche Verbesserung. Arbeite ich als Teamplayer? Bin ich kundenorientiert und sichere mich, dass ich in kurzen Intervalle immer Wert liefere? So, bevor wir die gesamte Firma unter die Lupe nehmen, müssen wir immer mit uns starten. Zweiter wichtiger Punkt: Gibt es eine klare Vision, warum wir Agilität eingeführt haben? Es muss ein Warum geben. Wenn wir agil sind, es gab ein Problem, das wir lösen wollten. Welches war das? So, das ist die Hausaufgabe von unserer Geschäftsführung, sicherzugehen, dass jeder versteht, warum wir Agilität eingeführt haben. Dann können wir uns darauf orientieren, dieses Problem zu lösen. Nummer drei, kümmert euch um das Mittelmanagement. Kümmert euch um die Managers. Bei allen agilen Transformationen, es gibt klare Vorgaben über die Rolle des Scrum Masters, des Product Owners, wie man ein Team zusammenstellt. Was passiert mit dem Mittelmanagement? Manchmal haben die im All, manchmal kommen die zu mir und sagen, Frau Rodriguez, ich bin mir nicht ganz sicher, wie sich meine Rolle entwickelt hat. Und die brauchen wir. Mittelmanagement muss uns unterstützen, muss im Boot sein. So bitte kümmert euch um das Mittelmanagement. Nummer vier, Geld. Agile Transformationen kosten Geld. Und die müssen wir sichern. Denn Budget für eine agile Transformation muss sichergestellt werden. Wir können nicht mit einer agilen Transformation starten und dann doch ohne Scrum Masters arbeiten, weil wir nicht Budget für das Scrum Masters haben oder keine Schulungen durchführen, weil wir uns die nicht leisten können. So billige Versionen von agilen Transformationen sind manchmal nach hinten gegangen und das sah das Ganze nach Agilität aus, aber die Leute wussten nicht genau, was wir da machen. So dieser Punkt ist auch ziemlich wichtig. Punkt Nummer 5. Das Framework ist nicht das Problem. Ob ihr Scrum oder Kanban oder Safe oder Less oder SP oder Unfix, das ist nicht das Problem. Probiert ein Framework und wenn das nicht funktioniert, nehmt ein anderes. Aber viele agile Transformationen, was wir sehen, die meinten, ja, es funktioniert nicht genau, weil Safe ist nicht gut für uns. Ich sage, ja, Moment mal, es ist nur ein Framework. Das Problem ist die Veränderungsprozess, Change. Change ist das Problem, nicht ein Framework. Und der letzte Punkt, Nummer 6. Wie messen wir den Impact von einer agilen Transformation? Wie messen wir die Auswirkungen dieser agilen Transformation? Wir müssen uns einige Metrics überlegen. Und hier würde ich stark OKRs, Objective Key Results, empfehlen. Zusammengefasst, um zu prüfen, ob wir wirklich agil sind und nicht tun als ob, being agile, fangen wir an mit uns selbst, jeder von uns. Sichern wir eine klare Vision, warum die Agilität eingeführt wurde. Kümmern wir uns um die Managers. Sichern wir die Budget für die agile Transformation. Schauen wir, wenn wir Probleme haben, wo es dran liegt. Es liegt nicht an dem Framework. Und überlegen wir uns, wie wir diesen Impact, diese Auswirkung der agile Transformation messen wollen. Vielen Dank. Ich hoffe, dass dieser Beitrag eine kleine Hilfe war. Wir werden wiederkommen mit anderen Ideen, Inspirationen, Fragen, die wir für Sie antworten möchten. Dankeschön.